Kescher liegt hier parat. Zieht auch. Moin! Ja, von der Hörn heute. Irgendwas stimmt nicht. Route stimmt. Ach so, ja, oh, okay, hier oben. Alles klar. Ja, ich bin heute hier in der Hörn. Hier, ihr seht hier, ist die Baustelle. Es ist hier die südöstliche Ecke von der Hörn. Und ich habe ja vor 2 Tagen, guckt mal mein Video, Makrelen in der Hörn vom 10.10.23. Hier ein paar Makrelen als kleinen Schwamm gesehen. Da hinten in der Ecke, genau hinter mir, da schwammen sie. War allerdings anderes Wetter. Trübe, war ganz ruhig, oh, man konnte die gut erkennen. So, jetzt bin ich hier 2 Tage später, habe ich schnell mal meine blaue Jacke genommen. Ein paar Sachen habe ich vergessen. Aber ansonsten hier eine Rute habe ich eingesteckt. Ein paar Utensilien, Spinnkram, Fliegen, Heringsfliegen und so weiter, meine Spinnrute. Und ich fange jetzt hier erstmal an mit einem kleinen Tanzenblinker, 17 Gramm, in schwarz-grün-silber, hier mal raus zu pfeffern und mal gucken, was hier ist. Also ich glaube nicht, dass heute die Makrelen noch da sind. Das ist ja immer Vorführeffekt, ne? Also ich habe sie ja tatsächlich gesehen, habt ihr auch gesehen. Aber ob sie heute hier sind, keine Ahnung. Vielleicht beißt nachher im Dunkeln noch was, mal gucken. Im Oktober ist ja immer noch Wundertüte möglich, kann ja alles hier sein. Geradeaus ist der Fischschonbezirk. Da sind diese gelben Pfosten mit Holz oben drauf. Da steht dran, Angeln verboten. Das ist der Laichplatz für die Heringe. Haben die mal vor Jahren angelegt, also flach da. Mit Steine drin, Tang und so weiter. Und da kann man von hier aus knapp hinwerfen. Also fehlen vielleicht noch 20 Meter. Da geht das so runter. Da kann man den Blinker mal quasi die Kante runterlaufen lassen. Ja, mal gucken, was heute so gibt. Bin auch nicht der einzige Angler hier, sind noch 3 andere da. Ich merke jetzt, ich bin am Grund. Und hier vorne ist flach. Also ich lasse den Blinker mal ein bisschen durchsacken. Halte ihn an einem gestraffter Schnur fest, sodass er nach unten flattert. Der flattert schön beim Absinken. Und wenn ich am Grund bin, dann jigge ich ihn so ein bisschen an, so sägezahnförmig. Allerdings ist hier relativ viel Schmodder drin. Da muss man mal gucken, ob das Hänger sind oder was das ist. Wir haben ja heute nicht viel Wind. Ganz leichte Kräuselung hier nur. Vielleicht Windstärke 2. Windgeschützt hier die ganzen Gebäude. Und da sieht man natürlich auch jede Bewegung an der Oberfläche, wenn was wäre. Deshalb muss man hier auch wirklich immer gucken, wie beim Meerforellenangeln. Immer rechts, links, Augenwinkel und auf Gewief sein, wenn Bewegung ist, sofort hinschmeißen. Kann alles Mögliche sein. Ne? Meerforelle hat zwar Schonzeit für gefärbte Fische jetzt in der Ostsee, Schleswig-Holstein, aber eine silberne kann man natürlich mitnehmen noch, wenn die okay ist. Und den Rest können wir hier fangen, ist klar. Irgendwas zieht hier. Leicht. Genau das, was ich gesagt habe. Eine Muschel mit so ein bisschen Faden. Tang, Algen, Kram. Also ist Natur. Ist kein Schmodder, was hier reingeschmissen worden ist. Da an der Längsseite ist sind so grüne Rohre, die kommen aus der Baustelle, da wird wahrscheinlich Grundwasser abgeleitet. Und da auf der Ecke, da waren die Makrelen, die schwammen da hin und her, vor 2 Tagen. Ich habe jetzt hier, obwohl es ganz ruhig ist, noch nichts gesehen an der Oberfläche, auch keine Kormorane. Das ist auch so ein Zeichen, wenn die Kormorane nicht da sind, dann ist hier vielleicht auch nicht so viel Nahrung. Und ich habe jetzt hier quasi vom tiefen Büschen ins Flache geangelt. Den Flachen kann man natürlich nicht absinken lassen, dann ist man gleich am Grund. Muss man ganz langsam einziehen und der Köder, der arbeitet ja ganz gut. Also ich mache jetzt mal so einen Wurf als Beispiel dahin, Richtung grüne Rohre und dann einfach hier so schräg an der Sandbank vorbei. Hier rechts in der Ecke ist Regenwasserzulauf und eine Au. Kommt immer Wasser raus und da es gestern stark geregnet hat, kommt immer noch ein bisschen Süßwasser rein.
kann Vorteil sein, kann auch Nachteil sein, je nachdem, wenn es trübe ist, aber man kann auch im Grund gucken. Es ist also nicht irgendwie verunreinigt oder sowas. Vielleicht habt ihr das gesehen, direkt da, wo das Rohr reingeht. Hingeschmissen jetzt ziehe ich hier die Köder gleichmäßig ein. Hier vorne ist halt so eine Art Sandbank-Einschwemmung von dem Blühwassereinlauf. Dann wird das so langsam Richtung Mitte, so ein bisschen tiefer, so vielleicht 2 Meter. Da stand natürlich heute Nachmittag die ganze Zeit die Sonne drauf. Vielleicht ist es da ein bisschen wärmer als woanders. Die Frage ist, ist das sinnvoll, dass der Tisch jetzt dahin geht oder ist er im Tiefen? Kann man hier in der Hörn immer nie genau so sagen, wo der Fisch ist. Also manchmal stehen die Makrelen links in der Ecke, da wo es hier am tiefsten ist. Stehen im Sommer ja auch die meisten Angler. Jetzt auch 2 Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, die angeln auf Grund. Und ja, schwer zu sagen. Andere Kollege hinten, den kenne ich auch schon. Alter Hase hier, der angelt mit Pose. An der westlichen Seite Richtung Bahnhof. Ja. Der kommt natürlich nur 10 Meter raus. Ich habe hier natürlich einen größeren Bereich, den ich abdecke. Aber man weiß nicht, was unten sich abspielt. Habe auch noch keinen Fischkontakt, gar nichts. Grundkontakt ja, so ein bisschen Schmodder war schon dran, Algen, Muscheln, hier ist so ein Stück Stoff oder so, hatte ich auch schon rausgeholt. Aber im Grund auch kein Kontakt mit kleinen Dorsch oder sowas. Ich bin jetzt hier mal wieder ein bisschen im Tiefen und lass den Köder so quasi Kante runter absinken. Ja, jetzt merkt man das beim Jiggen quasi, wie beim Jiggen, dass er auf den Grund geht. 1, 2 Kohlumdrehungen, gestraffte Schnur absacken lassen. Aber da ist auch nichts. So, da seht ihr, dass ich am Grund war. Schönen Gruß an Dieter. Derjenige weiß Bescheid. Ja, also hier sind natürlich auch Seesterne und wenn man am Grund ist, dann kann man mal einen mitkriegen. Platzwechsel. Bin jetzt ein bisschen mehr in die Mitte gegangen. Hier hinter mir ist die Südwestecke. Da ist so eine Stahlrampe, Treppe. Da sitzt auch einer. Aber hier kann ich auch ein bisschen parallel so ins Tiefe schmeißen. Auch so ein bisschen fächerförmig quasi von der Kaimauer in die Mitte das abfischen. Und dann habe ich jetzt hier die innere Hörn dann auch abgefischt. Mal sehen, ob ich noch weiter Hörn ausnetz gehe. Da hier auch noch ein paar Stellen. Ist was? Kleines? Glaube ich jedenfalls. Also hier ist kein Schmodder dran. Irgendwas hat so ganz leicht so dritt gemacht. Natürlich die Frage, was ist das? Also wenn es nicht richtig so am Grund so aufnimmt, kann es ja eigentlich kein Dorsch gewesen sein. Also Dorsche beißen irgendwie anders. Die beißen, die schwimmen eher hinterher und dann. Also irgendwie war das anders. Also ich schmeiße jetzt nochmal hin. Mal gucken.
also leicht schräg rechts vom Segelschiff. Und in der Grundnähe fing es an irgendwie zu zuppeln. Nix. Also wenn es jetzt kein Schmodder war, eindeutig, und es sich auch nicht... Schmodder fühlt sich so an, so, das wird dann schwer und dann ist ein bisschen Widerstand, aber das war es nicht. War so ganz leichtes Zittern in der Rutenspitze, man hat es auch gemerkt, aber wollte ja eindeutig nicht beißen. Ich habe es überlegt, vielleicht sind es doch Heringe, die gehen natürlich auch auf so einen Blinker und kriegen den vielleicht natürlich nicht rein, weil er doch für einen Hering doch vielleicht einen Ticken zu groß ist. Also Heringsvorfach dran machen wäre jetzt meine Überlegung, mache ich jetzt auch mal und lass uns einfach mal absinken und lass den Haken auch dran und mal gucken, was dann kommt. Ja, kennt ihr ja vom Frühjahr, das sind hier so meine Lieblingsfliegen für dieses Jahr gewesen. Das ist echte Fischhaut mit Glitter und bisschen Fluobindung in Fluogelb, nachleuchten. Und ich habe jetzt hier noch von einem 5er Vorfach 3 übrig. Hier im Hafen kann man ja mit so viel Haken angeln, wie man will. Gibt es keine Beschränkung in Schleswig-Holstein, was Hakengröße angeht. Also 5er Paternoster kann man nehmen, 6er Paternoster gibt es auch. Was darüber hinausgeht, ist natürlich unhandlich. Aber da schmeiße ich jetzt mal hin und da kann natürlich auch ein kleiner Dorsch drauf gehen, wenn es ein Dorsch war. Oder halt was da ist. So, die Wurfweite ist die gleiche wie eben. Ich lasse die einfach mal absinken und mache nur ganz wenig Bewegung, wie beim Heringsangeln im Prinzip. Makrele kann da natürlich auch drauf gehen. Jetzt am Grund, merkt das? Ein bisschen höher anschicken, dass der Blinker auch noch arbeitet. Ja, das ist Schmodder. Das ist der, unser Freund der Seesterne. Hi, Dieter! Ja, ihr habt gesehen, ich war kurz in der Ecke da bei dem Kollegen und der hatte auf Heringspattern noch so einen kleinen Dorsch, so einen 30er oder so, hat er wieder reingesetzt, ganz klar. Ja, also meine Vermutung, dass auf den kleinen Blinker was zuppelt hat, das bestätigt sich. Also vielleicht muss ich noch ein Stück weiter nach links, dass ich mal wenigstens etwas fange hier. Aber ein Dorsch kommt ja auch nicht allein, auch wenn Dorsche weniger werden, das ist ja diese Größe. Dieser eine Jahrgang, der sich mal ein bisschen gehalten hat hier in der Innenförde, 30, 35, noch untermaßig. Aber auch die werden in kleinen Trupps unterwegs sein. Ja, aber vielleicht erwische ich noch einen. Wenn schon keine Makrele, die ja offensichtlich nicht hier ist. Weil ich bin ja schon anderthalb Stunden hier am Angeln und nichts gesehen an der Oberfläche. Verschiedene Tiefen, verschiedene Ecken hier ausprobiert. Hering ist vielleicht hier die Ecke auch im Herbst nicht so ganz so bekannt, aber wenigstens Fisch zeigen heute. Da war ein Ticker im Absinken. Nicht schlecht. Problem bei Dorsch ist ja, wenn er maßig ist, muss ich aufhören zu angeln. Zumindest an der Stelle hier. Jetzt ganz gut am Kämpfen hier. Ich muss den sogar pumpen. Kescher liegt hier parat, zieht auch.
Ja. Muss ich keschern. Maßig. Ja, schön den Blinker verhaftet im Absinken. Ja, so Platzwechsel und Methodenwechsel, das ist ja so. Die Regel besagt ja, wenn man einen maßigen Dorsch hat, dann muss man das Angeln auf Dorsch einstellen. Das gezielte Angeln und auch den Platz wechseln. Ich bin jetzt ja hier hochgelaufen, quasi die Ostseite. Hinter mir geht es zur Schraube und Germaniahafen. Und ich habe jetzt immer noch Paternoster dran, aber unten Heringsblei. Das heißt, ich habe jetzt die Methode gewechselt. Wenn jetzt Dorsch drauf geht, dann muss ich ihn auf jeden Fall reinsetzen. Aber es kann natürlich immer noch ein Hering, Makrele oder ein Köhler kommen hier. Es wurden ja auch tatsächlich schon Köhler auf Heringspaternoster auch zum Teil im Kanal schon gefangen. Oder überhaupt. Ich habe auch Fotos gesehen von Kollegen. Also die sind auf jeden Fall da. Ich habe das ja hier schon mal versucht im Frühjahr oder im Winter. An der gleichen Stelle hier auch nur kleine Dorsche erwischt. Heute war es ein maßiger Dorsch. Freut mich natürlich. Auf der anderen Seite macht man den kaum mitnehmen, weil ja so ein großer Dorsch in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich viel zu schade drum, aber sei es drum. Jetzt angeln wir weiter auf Makrele und Hering und Köhler. So, die Einstellung ist ein bisschen suboptimal, aber macht nichts. Ihr wollt ja wenigstens sehen, wenn ich was fange. Ich schmeiß jetzt hier in die Richtung von dem Fischschaumbezirk und lass das Blei einfach nur durchsacken und mal gucken, was da kommt. Vorne war irgendwas, eine Oberfläche, 15 Meter. Wenn ich jetzt mit dem kleinen Blinker wieder angel, der ist halt, wiegt ja nur 17 Gramm, wenn ich den hier nur hier vorne mal durchsacken lasse bis ins Mittelwasser, dann sollte ich keinen Dorsch fangen. Wenn das so ist, kann ich es auch nicht ändern, dann kommt er wieder rein. Aber ich will ja mit einer Makrele erwischen. Also vielleicht war was an der Oberfläche, kleiner Ring, und da versuche ich jetzt hier mit dem Blinker mal im Mittelwasser und an der Oberfläche zu angeln. Also wirklich leicht kurbeln, immer zwar absacken lassen, aber versuchen im oberen Drittel zu angeln. Wir haben jetzt die blaue Stunde, wir haben 17.38 Uhr. In der Stunde ist dunkel, fängt jetzt langsam hier, die Sonne geht hinter den Häusern unter, also wir haben eine blaue Stunde und das ist ja oftmals so eine gute Zeit, unabhängig davon, ob jetzt Beißzeit ist oder nicht. Kann man auch noch ein gutes Werk tun. Ich habe hier ein relativ intaktes Heringsblei gefangen mit Schnur dran. Da muss ich mich jetzt mal drum kümmern und den Rest dann hier entsorgen. Ja, das ist mal ganz interessant hier. Das Blei sieht aus wie neu. Unten ist die Stelle, wo es aufditscht, da ist ein bisschen angemodert, aber oben der Nirossa-Einhänger ist ganz blank. Und das Blei an sich durch den Lack auch nicht angegangen. Aber hier die Heringsfliegen, die sehen schon ziemlich alt aus. Da ist der Haken, der ist abgerostet. Ja, Plastik ist noch ein bisschen dran. Und die Schnur ist natürlich gar nicht verrottet. Da ist nur ein bisschen Algen dran. Ja, das ist halt so. Angeln ist nicht besonders nachhaltig. Da muss man sich halt auch Gedanken drüber machen, wie man angelt. Also, dass man so wenig wie möglich Abrisse hat. Hier scheint einer mit geflochtener Schnur geangelt zu haben. Oben ist geflochtene Schnur dran und die ist dann irgendwann
abgerissen oder was auch immer. Ja, zum Glück habe ich es rausgekriegt. Jetzt habe ich nochmal wieder Heringsblei. Blei. Ist zwar nicht meine beliebteste Form hier, so relativ kompakt, 50 Gramm. Aber kann man das wenigstens weiter benutzen und es liegt nicht mehr im Wasser. Ja, herrlicher Abend hier Mitte Oktober, genauer gesagt 12. Hier geht die Sonne unter, hinter den Gebäuden da hinten hier sind die jungen Ruderer hier vom Ruderclub, die machen hier Sprinttraining und Start und alles. Herrliche Stimmung, die Leute sind ganz peasy, sitzen hier noch in der Sonne und genießen das. Ja, ich habe es auch genossen und ich hatte einen kleinen Kontakt und dachte, war mir unsicher. Dann fing der Kollege einen kleinen Dorsch auf Paternoster und ich habe umgestellt und hatte den Dorsch dann auf dem Blinker beim Absinken. Also man merkt das, ja, wenn man schon ein bisschen angelt wie ich, merkt man ja gleich, da ist was. Und konnte ich einen ganz guten Dorsch verhaften. Ja, dann muss man, wenn man einen maßigen Dorsch gefangen hat, muss man das Angeln einstellen auf Dorsch. Habe ich gemacht. Hier war jetzt an der Kante hier, hier quasi Ostseite, wo es wieder ein bisschen tiefer ist. Zwar Bewegung, aber soweit nichts. Und ja, ich mache jetzt Feierabendrunde hier. 2 Stunden nach der Arbeit noch in Kiel, hier an der Hör. Ein bisschen geangelt und auch was gefangen. Ja, super. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir wie immer ein Like. Ich freue mich. Und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss.